Ja, hallo, mein Name ist Andreas Romeike. Ja, ich komme aus Leipzig und warum ich einen Vortrag heute hier halte, ist wegen diesem Buch. Das ist ein Buch, Bunte Bilder aus dem Sachsenlande, ist von 1902 und enthält so verschiedene kleine Geschichten über verschiedene Städte. Da sind Märchen dabei, Sagen, Hintergrundinfos, hier in Chemnitz zum Beispiel zu dem Herrn Hauptmann. Und ich habe vorher in einem Projekt gearbeitet, wo ich mit Strukturierung von Fachbüchern zu tun hatte. Und zwar einer automatischen Strukturierung, also so eine Art Vorstufe von OCR. Und habe mir gedacht, geht denn das auch irgendwie privat mit den bestehenden Mitteln, die wir haben? Und hatte gedacht, dass ich innerhalb kürzester Zeit das Buch auf den Scanner lege. Ja, digitalisiere, anschließend eine OCR drüber jage und dann ist das Buch fertig. Ich hatte gedacht, das ist so nach einem Monat erledigt. Ja, das war nicht der Fall. Ich möchte da heute ein bisschen meine Erfahrungen teilen, warum es doch länger gedauert hat. Gehe da auf die drei Punkte ein. Also, wie sollte man scannen, damit man nicht so viel nachkorrigieren muss? Wie sollte man die OCR benutzen? Und wenn man nachkorrigieren muss, wie sollte man nachkorrigieren und zum Beispiel ein Buch auszeichnen? Das ist so ganz grob der Rahmen. Hilfreiche Kenntnisse, die man mitbringen sollte, ist ja Grundkenntnisse in der Skriptsprache der Wahl, Grundwissen in regulären Ausdrücken. Also da sollte man schon mal mitgearbeitet haben. Image Magic oder GIMP sollte man auch schon mal in der Hand gehabt haben und vielleicht sich mit XML, HTML oder LaTeX ein Stück weit auskennen, damit man weiß, was man strukturieren soll. Hier ist zu sehen, wie ich mich überschätzt habe. Also ich habe das Projekt so im Dezember 2012 gestartet. Da habe ich das Buch gekauft und kam auf die Idee, das dauert nicht lange. Und da sieht man, dass immer wieder ganz kleinere Sachen ich da an dem Projekt gemacht habe. Und das zog sich bis zum ja, Dezember 2014. Der erste Tipp, den ich habe, wer so ein Projekt angeht, nutzt Versionsverwaltung. Was man hier links von euch aus rechts sieht, ist eine Übersicht. Ja, einmal die Dateien, diese Textdateien, also Text, Image 300 TXT, das sind 25 Revisionen. Das heißt, ich habe 25 Mal da drinnen einen Fehler korrigiert. Also einen OCR-Fehler, den ich vorher nicht gesehen habe. Ja, allein um sowas auch mitzutracken und zu gucken, na, was habe ich denn alles schon mal da korrigiert, ist so eine Statistik über eine Versionsverwaltung ganz nützlich. Dann der nächste Punkt, den man sich vorher klar machen sollte, ist, warum will ich denn das Buch digitalisieren und eine OCR drüber jagen? Möchte ich einfach nur Textfiles hinten raus haben und das reicht mir? Möchte ich ein E-Book draus generieren? Möchte ich ein wunderschönes Reprint machen, wo also auch die Grafiken mit eingebunden sind? Dann stellen sich so Fragen wie, soll zum Beispiel, wenn ich ein Frakturgesetzesbuch habe auf Deutsch, soll ein langes S als langes S erhalten bleiben oder soll das ersetzt werden durch ein einfaches S? Und diese Fragen sollte man sich im Vorfeld beantworten können. Dann der Punkt Rechte. Es ist ja so, dass wir hier in Europa und speziell Deutschland ein sehr starkes Urheberrecht haben. Und bevor man die Daten dann weitergibt, sollte man sicherstellen, dass die Originale auch mittlerweile gemeinfrei sind. Bei diesem Buch gehe ich davon aus, dass es 1902 erschien. Also angefangen habe ich 2012. Und bei optimistischer Schätzung habe ich gedacht, dass die Autoren da schon tot sind. Wichtig ist auch, dass man genügend Speicher für so ein Projekt bereitstellt. Da war ich am Anfang auch etwas optimistisch. Also als Faustregel, ca. 35 Megabyte pro Scanseite sollte man haben, plus so, wenn man filtert mit ansetzt, braucht man noch Temporärspeicher. Das heißt, wenn man 1000 Seiten Buch hat, ja, 1000 Seiten mal 35 und dann noch ein bisschen Reserve, das sollte als Festplattenspeicher zur Verfügung stehen. Dann sind wir schon beim Scannen. Scanauflösung. Die Scan-Auflösung wird in vielen Projekten, auch in, zum Beispiel in DFG-Richtlinien, also von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wird empfohlen, so 300 dpi, das würde für OCR reichen. Aber das kommt aufs Buch drauf an. Was man machen sollte, ist, sich eine durchschnittliche Schrift anschauen. Hier in diesem Beispiel, diese Kringel, das sind die entscheidenden Stellen. Also die Stege zwischen in den Buchstaben U und N
aber auch die Zwischenabstände hier oben zwischen dem N und dem D und auch, dass man erkennt, das eine ist ein S und das andere ist ein F. Also diese Unterscheidung sollte man klar treffen können. Und wenn man mal so einen Probescan gemacht hat von so einer durchschnittlichen Seite, wenn man das optisch schon im GIMP nicht erkennt, sondern das ist so vermischt, dann kann es eine OCR in der Regel auch nicht erkennen. Die kleinen Ziffern, die ich da mit dran geschrieben habe, das sind die Pixelgrößen. Das heißt, in dem Fall ist die durchschnittliche Schrifthöhe 27 Pixel. Und wenn ich von großen Buchstaben mit Über- und Unterlänge ausgehe, 47 Pixel. Und das sollte man testen, einmal am Anfang, bevor man mit dem Scannen loslegt, sich so eine Beispielseite raussuchen und gucken, ob die DPI-Zahl vernünftig gewählt ist. Ja, Fraktur ist empfindlicher, da die Zeichen teilweise an ganz kleinen Häkchen sich unterscheiden. Das große V und das große D ist auch so ein Problem. Oder eben hier bei U und N oder R und N, damit man genau erkennt, da ist eine Grenze. Das ist deswegen wichtig, weil die meiste OCR-Software arbeitet segmentierungsorientiert. Das heißt, die versucht in diesem Bild Segmente reinzuschneiden, also versucht über die Wortzwischenabstände zu erkennen, das ist ein Wort und das gehört alles zusammen. Und wenn man hier sauber gearbeitet hat, hat man eigentlich schon die OCR in der Tasche. Dann ein anderer ganz wichtiger Punkt, den viele unterschätzen, ist, man sollte gerade beim Scannen sehr akkurat arbeiten. Wenn man hier so ein Buch hat, da stört meistens dann dieser Buchrücken. Und wenn man das jetzt so aufklappt und umgedreht auf den Scanner legt, dann verrutschen die Seiten. Das heißt, die sind etwas schräg drauf. Da sollte man darauf achten, dass das nicht der Fall ist. Weil man kann das zwar hinterher korrigieren, es gibt auch Software, die das prüft, zeige ich auch gleich, aber das ist immer mit Verlusten behaftet. Und das Gleiche ist, wenn ich jetzt so einen dicken Wälzer habe, das ist jetzt bei dem hier nicht der Fall, aber ich würde zum Beispiel das Buch so drauflegen, dann kann das sein, dass sich hier so in dieser Mitte diese Stege wölben. Und das hat auch einen Einfluss auf die OCR-Qualität und deswegen planen, also möglichst planen, wenn es gar nicht geht, noch ein schweres Gewicht drauf, das Buch, dass das wirklich ordentlich ausgerichtet ist. Die nächste Frage ist der Speicherung, also monochrom. Das hat man in den ersten Jahren in der Forschung gemacht, also als die erste Digitalisierungswelle losging, hat man aus Platzgründen nur monochrom digitalisiert. Ja, es hat Platz gespart, aber die OCR war fürchterlich. Lieber sollte man Graustufen oder ja, manchmal auch Farbe verwenden. Den Scan sollte man nicht als JPEG speichern, sondern möglichst PNG oder TIFF. Wenn man es als JPEG speichert, hat man hier so Pixel-Artefakte, die sind jetzt hier nicht so stark ausgeprägt, aber auch die stören die OCR. Bei der Wahl zwischen PNG und TIFF muss man überlegen, wie zuverlässig ist der Speicher? Also habe ich die Zeit, das auch nochmal teilweise nachzuscannen? Also große Bibliotheken in der Massendigitalisierung setzen auf unkomprimiertes Baseline-TIFF. Für einen Privatgebrauch zu Hause kann man auch in PNG das abspeichern. Es verbrät nicht so viel Platz. Aber man muss sich da gewiss sein, dass sozusagen die Daten nicht ganz so sicher sind, weil ein Bit kippt, könnte eben durch die Kompression ein größerer Bereich des Bildes betroffen sein. Ja, entdrehen, entwellen, beschneiden, dafür gibt es Werkzeuge. Dieses Preprocessing ist aufwendig, spart aber auch Ärger. Wenn man zum Beispiel so ein großes Buch hat auf einen Scanner gelegt, dann hat man meistens so einen Rand drumherum, den will man nicht mithaben. Die OCR kommt da durcheinander. Aber bei allen Tools zeige ich auch gleich welche. Nichts schlägt sauberes Scannen. Hier sind zwei Werkzeuge genannt. Als ich angefangen habe mit dem Projekt, gab es nur Unpaper. Unpaper ist dazu da, um, wenn ich ein Buch mit Doppelseite scanne, das in Einzelseiten aufzuteilen. Und ein neueres Projekt ist ScanTailor. Hier sieht man, das ist jetzt die Ansicht, ich habe die Seite und die wird automatisch, da oben ist so ein kleines Feld, wird automatisch ermittelt, ist das gerade. Und man kann dann auch händisch nachkorrigieren und hier sind es minus 1,3 Grad, also da habe ich diese Seite nicht ganz exakt auf den Scanner gelegt. Das ScanTailor, das liefert noch andere Werkzeuge mit für die Binarisierung und Schmutz entfernen und Tod und Teufel. Ist ziemlich einfach zu bedienen, kann man auch größere Projekte mitmachen. Dann Binarisierung. Also das ist so ein Originalscan, mal in Farbe. Und der ist schon relativ gut.
Und es gibt so verschiedene Algorithmen, die im Netz empfohlen werden. Die habe ich alle mal getestet. Savola Global, das ist ein globaler Schwellwertfilter, der einfach guckt, alles, was über einen bestimmten Punkt ist, wird schwarz gefärbt und alles andere wird weiß gefärbt. Und es gibt noch Savola Lokal. Und da sieht man, das ist einfach ein klareres Bild. Sollte man vor allen Dingen dann anwenden, wenn man Abbildungen drin hat oder eben hier solche kunstvoll verzierten Sachen. Weil die Seiten, die vergilben mit der Zeit. Ja, das sieht man, hier am Rand ist es ein bisschen dunkler und das kann man damit einfach korrigieren. Ja, dann zur OCR von Text. Welche Software kann man da nutzen? Also Tesseract wäre an erster Stelle zu nennen, wird auch aktiv weiterentwickelt. Unbrauchbar ist GOCR, das ist GNU-OCR, gibt es bei einigen Distris noch. Das taugt aber wirklich nur, um kleine Snippets mal zu OCRen. Okropus war lange Zeit ein Favorit. Das wurde von, ich glaube, Saarbrücken entwickelt und ging dann irgendwie an Google. Aber dort sind Probleme, man kann das kaum kompilieren. Also es gibt auch bei den Distris, gibt es zwar noch Okropus mit dabei, ist aber sehr schwierig, die Doku ist unvollständig und die Entwicklung, da ist mal ein Jahr Pause, dann geht es mal einen Schritt weiter. Hat sehr innovative Ansätze, also wer sich intensiver mit OCR beschäftigen will, sollte unbedingt sich mal den Quellcode anschauen. Es sind echt gute Ansätze dabei, aber für den Hausgebrauch, um ein Buch zu übertragen, nicht geeignet. Im Notfall geht auch Cuneiform, das ist auch bei Linux-Distributionen mit dabei. Oder kommerzielle wie Epiphine Reader oder Omnipage. In dem früheren Projekt hatten wir auch beides getestet. Die nehmen sich überhaupt nichts. Für sagen wir, Bücher ab 1850 bis Neuzeit sind die alle gleich gut. Hier ein ganz kurzes Beispiel, wie man mit Tesseract OCRt. Also man hat einen Ordner, dort sind PNGs drin. Und mit dem Aufruf Tesseract, File.png, Text, da gibt man einfach einen Präfix an und hinten mit minus L, DeuFrag. DeuFrag wird mitgeliefert, das ist sozusagen die Fraktursprache in Deutsch. Dann hat man einen Text in UTF-8, der die OCR-Ergebnisse enthält. Ist also insofern erstmal kinderleicht. Man kann da noch anderen Schnickschnack machen, wie dass man sagt, an welcher Stelle hat man das. Das führt aber jetzt zu weit. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, also man kann natürlich die Seiten parallel bearbeiten. Ja, das war jetzt die OCR, die ist an sich nicht weiter schwierig. Jetzt hat man aber das Problem, die OCR ist nicht fehlerfrei, sondern die liefert auch oft falsche Ergebnisse. Und es gibt das Distributed Proofreaders Project und die haben einen speziellen Fond, eigentlich zwei, entwickelt, genau für das Korrekturlesen. Und ich habe das hier mal ein bisschen vergrößert. Ja, also erstens, man erkennt hier schon mal sehr gut das I. Und dieser Fond ist halt wirklich darauf ausgelegt, dass man den Unterschied zwischen diesen typischen Verwechslungsbuchstaben erkennt. Also zwischen L und großen I und S und T, also langen S und T. Und wer also irgendwie, das gilt jetzt nicht nur für OCR, sondern wer irgendwie Texte korrigieren muss, das gehört irgendwie zu seiner Arbeit, der sollte sich mal diesen DP Custom Mono 2 anschauen, weil der ist echt hilfreich. Also im Editor einfach sagen, mit dem Fond laden und dann kann man das korrigieren. Also das Problem ist, selbst mit diesem Fond findet man die Fehler nicht, weil das menschliche Gehirn liest dann einfach drüber hinweg, das gewöhnt sich dran, das sind irgendwelche Wörter und ergänzt dann die Wörter für einen mit und man findet die Fehler trotzdem nicht. Und deswegen hatte ich auch am Anfang gezeigt, ja, also manche Dateien habe ich 25 Mal angefasst, das war eine Seite und ich habe trotzdem noch Fehler gefunden. Und was sich bewährt hat, war ein Scan-Dreierhop und zwar einmal eine Seite OCR, dann diese Seite korrigieren im Editor mit diesem DP-Custom von Mono, dann abspeichern, dann schauen, dass man die Seite im Versionsmanagement mit der vorhergehenden Seite checkt, von dieser Seite ein Wörterbuch, eine Wörterliste aufbaut, die immer mitführt im Versionsmanagementsystem, dann sieht man, welche Worte sind seit den anderen Seiten neu hinzugekommen. Und wenn ich jetzt auf der einen Seite zum Beispiel Brotrechnung jetzt neu hinzubekommen habe, dann erscheint die ja, wenn ich einen Diff mache zwischen alter Version und neuer Version der Wörterbuchliste, sehe ich jetzt Brotrechnung taucht dort auf und dann habe ich schon einen ersten Anhaltspunkt, oh, Brotrechnung klingt gut. Wenn dort aber steht Broträuchnung, ja, oder Rechung, ja, dann weiß ich, das ist ein Fehler und kann dann gleich nachkorrigieren. Also das ist so ein Tipp.
dass man eine Seite OCR, Seite korrigiert, Wörterbuch ergänzt, guckt, ob was Neues ins Wörterbuch hinzugekommen ist, ist das plausibel, was da drin ist. Wenn es plausibel ist, mache ich die nächste Seite. Was auch hilfreich ist, wenn man sich so kleine Helferskripte macht. In dem Fall hat die OCR statt Trennzeichen am Zeilenende irgendwelche anderen Hyphens erkannt, was weiß ich, Gedankenstriche, Bindestriche, Halbstriche. Und mit so einer Regex wie hier wird er eben sagen, pass auf der Seite habe ich jetzt erkannt, dass da statt eines Trennzeichens ein Gedankenstrich steht. Und dann kann man sich das nochmal anschauen und prüfen, ob das alles richtig ist. Dann gibt es ja schon sehr gute Wörterbücher, unter anderem von einem Tech-Projekt bei Dante, das nennt sich Trennmuster. War letztes Jahr hier auch ein Vortrag zu, da bin ich erst drauf gekommen. Und dort gibt es eine Datei, die heißt Pre-1901, also wenn man alte Bücher OCR, kann man sich diese Wörterbuchliste schon mal laden. Wenn man selber die OCR trainieren möchte, kann man das einfach mit dazugeben, dass das verwendet wird. Und das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, jetzt habe ich die Seite korrigiert und festgestellt, naja, die OCR, die, also wenn ich jetzt so weiter in dem Tempo korrigiere, dann werde ich nie fertig. Deswegen Seite korrigieren, dann mal mit verschiedenen OCR-Parametern die Seite im Original nochmal OCRen und gucken, ob man eine Verbesserung in der OCR-Qualität erreicht. Und diese Einstellung übernehme ich dann einfach fürs nächste. Dann gibt es zum Beispiel bei Tesseract, aber auch bei anderen OCR-Programmen die Möglichkeit, dass der die Wahrscheinlichkeiten anzeigt. Also der nimmt sozusagen das Original-Scan und kodiert dann die Buchstaben, die das OCR-Programm findet, in verschiedenen Farben. Und dann kann man überprüfen, hat das OCR-Programm denn grundsätzlich ein Problem, zum Beispiel mit einem langen S oder mit anderen Dingen oder mit der Trennung zwischen R, N und M. Und das kann ich mir dort anschauen. Also wer da mal tiefer reingehen will, das wäre so ein Hinweis. Ja, Wortlisten bereitstellen, das hatte ich schon gesagt, also wenn man den OCR-Programm selber eigene Wörterbücher bereitstellt, wo man die Wörter aufführt, die man schon erkannt hat oder eben die aus Trennmusterprojekt, dann verbessert sich das OCR-Ergebnis oft deutlich. Es gibt eine Untersuchung von der Annette Kanitz an der HTWK, das ist schon eine Weile her, die hat damals Tesseract in der Version 2 und OmniPage und AppyFindReader verglichen und hat unter anderem diesen Wörterbuchmechanismus ausgeschaltet, indem sie einen künstlichen Text generiert hat und da die Buchstabenreihenfolgen in den Wörtern vertauscht hat, sodass man sozusagen nicht mehr auf das Wörterbuch oder die OCR konnte nicht mehr auf das Wörterbuch zurückgreifen. Und hat damit nachgewiesen, dass die heutige OCR-Software in sehr hohem Maße von Wörterbüchern abhängig ist. Deswegen, wenn man eigene Wörterbücher hat, sollte man die mitnutzen. Als Checkliste nochmal zusammengefasst, also ist das Buch gerade gescannt, Auflösung korrekt, verlustfrei gespeichert, also wenn Bilder ringsrum sind. Wenn man so eine Seite nehmen würde, ja, dann könnte ja sein, dass die OCR hier aus diesen Schmuckelementen irgendwelche Buchstaben meint zu erkennen. Und das ist damit gemeint. Ne? Also dann muss ich die eben rausnehmen, dass die OCR nicht auch versehentlich Bilder mit benutzt. Und dann gibt es auch oft das Problem der Ligaturen. Ligaturen sind Zusammenfassungen von Buchstaben und manchmal kann eine OCR das nicht erkennen, sondern weiß nicht, dass es eine Ligatur ist, sondern schreibt das einem anderen Buchstaben zu. Ja, eigene Fonts trainieren, da gehe ich jetzt nur kurz drauf ein, weil das ist eigentlich einen eigenen Vortrag wert. Als Tipp jetzt am Beispiel von Tesseract, circa 5 bis 10 typische Seiten scannen als TIFF, wo man sicher weiß, dass die ungefähr den gleichen Fond haben. Dann kann man über diesen Aufruf, also Tesseract-PSM6-L-DeuFrag, also wenn man weiß, das ist Fraktur, dann DeuFrag.frag2.exp0.tiff ist sozusagen das Beispielbild, wo der den Fond trainieren soll. Und mit der Option hinten Makebox schreibt er eine Textdatei, die heißt .box. Und die kann man einlesen in diesen JTES Box Editor. Und dann sieht man hier so Kesseln um die Buchstaben rum. Das ist das, was Tesseract in dem Fall erkannt hat mit dem Sprachmodus DeuFrag. Und jetzt sieht man, dass manche Boxen sind hier zum Beispiel, das U ist hier in 2 Teile aufgetrennt. Das heißt, der hat das falsch segmentiert. Und das muss man hier korrigieren mit diesem Editor, kann man das korrigieren. Und sieht hier auch nochmal die Buchstaben, die Position und kann das dann zusammenfassen. Und wenn man das alles gemacht hat und korrigiert hat, ist das sehr aufwendig.
dann kann man im Prinzip dieses Skript hier nutzen. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das sind alles Hilfsdateien, die für Tesseract gebraucht werden. Und daraus wird dann ein eigenes Sprachfile gebaut, was in den meisten Distries schon dabei ist. Es kommt dann am Ende ein Link, wo die ganzen Infos stehen. Ja, und wenn man das selber gebaut hat, dann kann man, indem man oben das Export-Test-Data-Prefix auf seine eigene Sprachdateien-Verzeichnis legt, kann man das dann einfach nutzen und kann damit die OCR weitermachen. Das so als kleiner Ausblick. Wer sich darüber näher informieren will, kann entweder auf meine Blogbeiträge gehen oder direkt auf die Tesseract-Seite, ist auch dort sehr, sehr gut beschrieben. Jetzt haben wir die Texte als Rohtexte und müssen die irgendwie auszeichnen. Also man kann sagen, mir reicht der Rohtext, wo einem eine Überschrift nicht als Überschrift drin steht, sondern einfach als ASCII-Text in UTF-8-Kodierung. Das füge ich alles mit CAT zusammen und ist fertig. Wer mehr machen möchte, zum Beispiel ein E-Book richtig schön und mit Überschrift und die Überschrift soll eine andere Größe haben und so, der muss das Ding semantisch auszeichnen. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Man kann das direkt strukturieren. Da gibt es für E-Book entweder Calibre, sollte bekannt sein, oder Sigil als Editor. Lädt man sich den Text rein, markiert das, sagt, das ist eine Überschrift, das ist ein Bild, das ist ein Autor, was weiß ich. Oder man nimmt es in Editor seiner Wahl und macht das Gleiche mit LaTeX und sagt, das ist jetzt mein LaTeX-Dokument. Oder das Gleiche mit HTML und sagt, das ist jetzt mein HTML-Dokument. Wenn man vielleicht mehr möchte, nämlich man weiß noch nicht, ob man HTML haben will oder PDF, sondern man möchte es vielleicht in verschiedenen Varianten anbieten. Da war meine erste Idee, nehmen wir ASCII-Doc, weil ASCII-Doc ist fast wie der Text, nur mit ein bisschen Schnickschnack in Wiki-Syntax drumherum. Hat sich nicht ganz so gut herausgestellt, aber das war einfach, weil das Buch komplizierter ist als gedacht. Oder wer weitergehen will, sollte DocBook XML benutzen. In DocBook XML sind im Prinzip alle semantischen Auszeichnungsvarianten, die man sich vorstellen kann, eigentlich schon hinterlegt, weil es ist gemacht dafür, um Bücher zu setzen. Also ja, zur Verwendung, also wenn man ein Zwischenformat verwendet, bleibt die Basis der korrigierte Volltext. Und man sollte unbedingt das automatisieren. Also man sollte nicht anfangen, ich zeige gleich ein Beispiel. Und zwar sollte man Rezepte hinterlegen, die bestimmte Teile finden. Also zum Beispiel die Überschriften finden und die ersetzen, also mit einem regulären Ausdruck zum Beispiel. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt Karl der Vierte habe, dass eben diese römischen Angaben, dass die eben ausgezeichnet werden. Und das macht man in Rezepten. Der Zusatznutzen von Automationen ist, dass man Wortlisten automatisch erstellen kann, die man zum Beispiel dem Dante-Projekt wieder zurückgeben kann. Ein anderer Punkt, der wird auch sehr vernachlässigt, ist in aktuellen E-Books. Und zwar gibt es in Unicode ein Zeichen, das nennt sich Shai. Das ist ein unsichtbares Trennzeichen für Silbentrennung. Das wird nur aktiv, wenn es am Zeilenende angekommen ist und ansonsten sieht man das nicht. Und modernere E-Book-Reader können das interpretieren. Und dann hat man nicht so Flattertext, sondern der geht wirklich bis ran, wo die letzte Möglichkeit besteht einer Zeichentrennung und trennt das an der Stelle. Und das kann man automatisiert eben auch über sowas mit abfackeln. Ja, Statistiken, Volltextsuche, also wenn ich wissen will, na, was habe ich schon alles von Leipzig in den Büchern. Die Rezepte sind auch auf andere Bücher wiederverwendbar. Dann, wenn ich ein Buch habe, wo Abbildungen drin sind, dieses Buch hat ja Abbildung, dann sollte man die Bilder nochmal explizit sauber nachscannen. Weil wenn wir zum Beispiel in 300 dpi gescannt haben und das ist ein Kupferstich, in 300 dpi sieht das doof aus. Also das ist, ja, wenn nötig, muss man es nachbearbeiten in GIMP als PNG speichern und gegebenenfalls vektorisieren. Also meine Idee war, ja, besonders hübsch würde das ja im E-Book aussehen, wenn das immer optimal auf die Auflösung des jeweiligen E-Books skaliert würde. Und da war meine Idee, wir scannen die Abbildung mit 600 dpi, lassen dann Autotrace drüber laufen und vektorisieren das, machen daraus eine SVG. Ja, und die Idee klang eben sehr gut, aber es wurden sehr große Dateien. Das an sich war noch kein Problem, am PC sah es echt gut aus. Aber die E-Book-Reader kommen nicht damit zurecht. Muss man also testen. Wenn man es machen will, also sollte man das Bild säubern mit Potrace oder mit Autotrace. Das Umwandeln möglichst nach EPS. Warum? Also das Problem ist, dass der EPUB-Standard erlaubt nur SVG in der Version 1.1.
Wenn man das mit Portraits umwandelt, bekommt man aber nur SVG 1.0 raus. Und wenn man mit Inkscape öffnet und konvertieren will nach SVG 1.1, dann ersetzt Inkscape einfach nur die Tags, wandelt es aber nicht wirklich um und man bekommt kein sauberes SVG 1.1. Deswegen der Umweg über EPS. Es gibt mittlerweile auch gute Programme, zum Beispiel SVG Cleaner, die können dann diese SVG-Datei noch eindampfen. Aber das hat alles nichts geholfen. Die Abbildungen waren dann einfach zu groß für gängige E-Book-Reader, sodass ich dann wieder auf PNG zurückgegangen bin. Zusammenfassend, was ich gelernt habe in diesen mittlerweile fast 3 Jahren, sagen wir 2 Jahre, sind also historische Texte sind grundsätzlich mit freier Software digitalisierbar. Der größte Zeitaufwand ist es, OCR-Fehler zu finden. Für Scannen habe ich, glaube ich, ein Wochenende gebraucht, die OCR nochmal ein Wochenende und das eigentliche Fehlerfinden, das war der ganze Rest und Strukturierung vielleicht 2 Wochenenden. Ja, mit Tesseract kann man arbeiten. Was mir aufgefallen ist, es gibt keinen guten und freien XML-Editor. Es gibt zwar XML-Copy-Editor, das Ding ist aber unbrauchbar, weil es kommt nicht mit großen Dateien zurecht. Dann ja, stürzt es ab oder man kann nicht arbeiten, weil es sich ewig nicht öffnet. Also wenn da jemand einen Tipp hat, wäre ich dankbar. Ocropus war vielversprechend, aber eine Enttäuschung. E-Book-Reader sind beschränkt. Vectorizer nicht optimiert für Kupferstiche, also dieses Portraits. Das Portraits ist schon richtig gut. Ich habe auch mit den Autoren von Portraits gesprochen und ihm auch meine Beispiele zugeschickt. Und die sind aber optimiert, um tatsächlich Formen zu finden. Und die sind nicht optimiert für Kupferstiche, weil Kupferstiche ist... Na, vielleicht kann ich es doch zeigen. Hier, nehmen wir mal so ein Beispiel. Da sieht man, dass dieser Strich, ja, der geht hier in eine ganz bestimmte Richtung. Das ist so gewollt von dem Künstler. Und Portraits würde dann aber abbiegen und macht dann halt riesengroße Dateien raus. Der Autor von Portraits, mit dem war ich aber in Kontakt und der hat gemeint, aufgrund der zugesandten Bilddaten, er würde das in einer der nächsten Versionen einbauen, weil er das Thema ganz spannend findet. Also vielleicht auch ein Hinweis darauf, wenn man Informationen zurückgibt, bekommt man unter Umständen auch eine bessere Software. Ja, wie sieht es denn nun aus? Also hier ist eine Abbildung vom E-Book-Reader, wo ich das jetzt mal gesetzt habe, mit Unifraktur Magundia. Und hier das als Beispiel als PDF. Beides ist generiert aus Text, ASCII-Doc, DocBook und via DocBook LaTeX nach PDF und dort noch als Zwischenstufe XeTeX. Und E-Book war dann von DocBook to EPUB oder so. Also es funktioniert. Die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, sind in Blogbeiträgen alle auf der ersten Adresse zu finden. So allgemeinen Kram auf der zweiten, auf der dritten, das vielleicht am interessantesten ist, der Code zu finden. Den habe ich gestern alles noch schnell online gestellt. Also sowohl die OCR-Skripte auch zum selber nachscannen, als auch die Textdaten und wie es automatisiert mit den Rezepten ausgezeichnet wird. Und Tesseract selbst ist noch auf Google zu finden. Zumindest gestern Abend war es noch nicht umgezogen. Impact OCR, das ist vielleicht für die interessant, die in einer Institution Massendigitalisierung machen müssen. So, also meistens Bibliotheken. Da gibt es ein EU-Projekt, die haben sehr viel getan, um die Geschichte Tesseract Hilfswerkzeuge zu entwickeln, zum kollaborativen Arbeiten, zum Verwenden von Wörterbüchern und. Lohnt sich echt ein Blick, wer tiefer in die Materie einsteigen will. Das Gutenberg-Projekt, nicht zu verwechseln mit dem deutschen Gutenberg-Projekt, Distributed Proofreaders Project, das sind die mit diesem speziellen Fonds, die auch hier unten ihren Stand haben. Und ja, Bücher, die frei sind, für Gutenberg aufbereiten. Es gibt seit kurzem Tesseract als REST-Service. Also unter der Adresse findet man Tesseract mit, ich sag mal, Webmagic drumherum und kann das dann als Docker-Image bei sich reinziehen und kann da so eine ganze OCR-Farm hochziehen, wenn man das will. Ist eher als Hinweis gedacht. Dann ganz kurz noch eine Liste, die ist etwas länger, zur verwendeten Software. Ich habe SimpleScan verwendet zum Scannen, ist bei Debian dabei. ScanTailor hatte ich schon genannt. Das war das, wo man die gescannten Bilder säubern kann und gerade rücken und entwellen und binarisieren. Unpaper, das war das Skript zum Trennen von Doppelseiten. GIMP und ImageMagick, da sage ich jetzt nichts zu.
ja, Editor der Wahl mit DP Custom Mono 2 zum Korrigieren. Tesseract hatte ich schon genannt. Perl, Bash, Crab, Set, Python, was weiß ich. SVN oder Git oder irgendein anderes Repository, wo man sich gut auskennt. JTES Box Editor, wenn man selber trainieren lassen will. Portraits für die Vektorisierung von Grafiken. Inkscape für die Konvertierung von EPS nach SVG 1.1. ASCII-Doc, das ist so quasi Auszeichnungssprache leichtgewichtiger Art. Die ist ziemlich kompatibel, wenn man halt mit regulären Ausdrücken und Suchen und Ersetzen arbeitet. Und man hat auch immer schon ein schönes Ergebnis. Also sollte man aber nur für Romane oder so verwenden. Das hier ist kein Romanbuch, sondern das ist so eine Sammlung von Geschichten und da ist es schon nicht mehr geeignet. Ja, DocBook, das ist ziemlich viel, LaTeX, TechLive. EPUB-Check, also wenn ein E-Book erzeugt, also ein EPUB-Buch, da findet dort ein EPUB-Validator, der ganz genau sagt, dass man an der und der Stelle einen Fehler gemacht hat. Calibre ist, glaube ich, am meisten bekannt. Das hat angefangen als E-Book-Konvertierungs- und Verwaltungssoftware und hat eben jetzt auch Editoren mit dabei, um E-Books zu erstellen. Damit wäre ich eigentlich am Ende. Ich würde noch mal kurz zeigen, einen Zusatz, wie so ein Rezept aussieht, um zum Beispiel römische Ziffern zu finden. Also wenn ich jetzt Konrad der Erste habe und Hadrian der Vierte und Johann Georg der Dritte. Das ist ein bisschen Magic. Das zeigt aber auch, dass es nicht so einfach ist. Aber so ein Rezept kann man eben wiederverwenden. Und wer eben selber in seinen Texten diese Sachen auszeichnen möchte, der kann gerne das hier verwenden. Das ist nochmal ein Aufruf von Unpaper, Kommandozeile. Die Angabe minus MB sagt, was der Toleranzbereich ist, wo er dann nach dem Mittelsteg von dem Buch suchen soll. Also wenn das Buch hier gescannt ist, dann ist das hier meistens schwarz und wird dann hell. Und dann kommt der Schrift und in die andere Richtung auch. Und das gibt sozusagen diesen Suchbereich an. Das hier ist jetzt nochmal das Skript zum Vektorisieren der Bilder. Das heißt, oben PNG geladen, dann habe ich einen eigenen Filter geschrieben, der so den Dreck wegmacht, der ringsrum steht. Den habe ich, glaube ich, vergessen hochzuladen. Also macht eigentlich nicht viel. Dann das nächste ist, das PNG in eine Bitmap zu konvertieren. Dann Portraits drauf laufen zu lassen. Dort ist wichtig die Angabe, mit welcher DPI-Zahl das gescannt wurde. Also minus R600. Und dann Inkscape zur Konvertierung nach SVG. SVG Cleaner, um das SVG klein zu machen. Und ja, das war's. Und der Rest ist löschen und zippen. Ja, damit wäre ich am Ende. Also, ich habe echt coole Bücher da. Also, ich würde jetzt vieles anders machen, weil das war ja wirklich Learning by Doing, obwohl ich vorher schon Erfahrungen mit Digitalisierung und mit OCR hatte. Aber das ist ein Unterschied, ob ich das zu Hause mache oder in einer Firma und auch die Workflows sind anders. Ja, ich habe zum Beispiel ein Technikhandbuch, also für den angehenden Techniker auch um 1890 oder so. Ist total spannend, weil da ist von kaufmännischer Buchführung bis zu wie funktioniert eine Dampfmaschine alles drin. Ja, irgendwann mache ich das und ich mache das halt so Schritt für Schritt. Also es gibt in Dresden wohl jemand, der so einen Selbstbauscanner baut. Muss man nicht unbedingt machen. Mit dem Aufschneiden, das kenne ich auch. Ich habe vorher an der DZB gearbeitet. Das ist die Deutsche Zentralbücherei für Blinde. Die übertragen Bücher in Blindenschrift. Die haben das wirklich so hart gemacht. Also Buchrücken ab und die Seiten dann einzeln gescannt. Aber bei alten Büchern, ich mag das nicht. Und was man auch machen kann, aber das sollte man sich genau überlegen, was man tut. Viele Bibliotheken, gerade die großen Bibliotheken, haben ihre Digitalisate frei zur Verfügung gestellt. Dort sollte man aber genau schauen, ob die Rechte tatsächlich geklärt sind. Und dann könnte man das eigentlich auch als Quelle nutzen. Das Buch habe ich jetzt gescannt mit so einem Multiteil von Epson 300 irgendwas FX, also wo man scannen, faxen und alles Mögliche kann. Bei mir läuft das aber im Netzwerkmodus. Im Netzwerkmodus geht es mit dem Scan-Knopf nicht. Es soll wohl gehen, wenn man es mit USB anschließt, das habe ich noch nicht getestet. Abby und OmniPage können das. Tesseract kann das vielleicht.
Also es gibt bei Tesseract einen Modus, dort kann man statt in UTF-8-Text in HOCR, das ist im Prinzip quasi wie HTML, und dort stehen die Koordinaten drin und meines Wissens, aber ich habe es jetzt nicht getestet, kann man da auch reinschreiben, das ist jetzt wahrscheinlich eine Überschrift oder so. Aber kontrollieren muss man es trotzdem, also man kommt da nicht drum rum. Also was ich gemacht habe, ich bin einmal das Inhaltsverzeichnis durchgegangen und habe dann, also das ist hier bei dem Buch, heißt zum Beispiel die Überschrift Meißen, die alte Markgrafenstadt, Punkt. Und ich habe dann einfach eine, sieht man dann auch auf dem Quellcode, eine Liste gemacht, also eine Textdatei, wo nur die Überschriften drin sind und die gesammelt. Das gleiche mit nur, wo die Autoren drin sind und die gesammelt. Das gleiche mit Abbildung, also Abbildung ist hier zum Beispiel Ansicht von Meißen und das gesammelt. Und ich lese dann diese Textdateien ein und muss sozusagen bloß am Anfang einmal sagen, das ist eine Überschrift, das ist das und das ist das. Und dann findet er das. Der Ansatz, also es ist ein bisschen schwierig, aber für die Automatisierung funktioniert. Aber es hilft einem nicht dabei herauszufinden, ist das jetzt eine Überschrift oder nicht. Also man muss da schon durchgucken. Und was ich gemacht habe, ist halt das Inhaltsverzeichnis von dem Buch. Da ist ein Abbildungsverzeichnis drin, ein Autorenverzeichnis, das genommen und geguckt, stimmt denn das? Und dann auch geschaut, ob irgendwas fehlt. Und das funktioniert. Aber das ist manuell. Was ich aber zum Beispiel gemacht habe für Latein, also lateinische Wörter, die müssen ja anders gesetzt werden, also die nicht in Fraktur, sondern in Antiqua. Und da habe ich angefangen mit einem Skript, was so typische lateinische Endungen enthält. Habe dann sozusagen Kandidaten gefunden, was das könnte Latein sein. Und bin darüber durchgegangen. Also man baut sich sozusagen kleine Filter, guckt, was fällt da alles raus und ist das tatsächlich richtig oder ist es falsch. Und das muss man ein bisschen in der Balance finden, dass man zwar False Positives hat, aber keine False Negatives. Ja, ich habe es in Teilen ja schon im Blog veröffentlicht, also so immer, wenn was anstand, zum Beispiel zu Weihnachten oder so. Die Daten sind jetzt alle auf dem GitHub-Verzeichnis mit drauf, als Rohdaten. Das heißt, wer will, kann das nehmen und Analysen drauf fahren lassen oder wie auch immer. Das sind ja freie Daten. Ich selber habe es auf dem E-Book-Reader, den ich jetzt gerade nicht finde. Aber ja, und lese dann immer wieder mal nach oder gebe es Familie mal mit. Also es war eigentlich herauszufinden, kann man denn ein Buch, was eigentlich nicht mehr schön ist, aber was irgendwie spannend ist, retten? Weil normalerweise vergammeln die in irgendwelchen Archivbeständen und in Bibliotheken und keiner weiß überhaupt, was wir noch haben. Also inhaltlich. Also man weiß schon, da stehen Bücher, aber man weiß nicht, was steht denn da drinne und was für Geschichten waren das. Und zum Beispiel ist hier, also ich komme ja aus Leipzig und am Leuchnerplatz stand früher die alte Markthalle und hier ist ein wunderschöner Kupferstich von der Markthalle drin. So, und solche Sachen kann man dann finden, wenn man die Texte elektronisch hat, wenn man dann einfach danach suchen kann. Und dann findet man das und stellt fest, oh, in dem Buch, da gab es doch mal was. Und das ist für mich so auch die Motivation. Also ich weiß, dass in dem früheren Projekt, wo ich gearbeitet habe, in der DZB, hatten wir auch ein sehr gutes, hochspezialisiertes OCR-Programm, was frei ist von irgendwelchen Japanern, was nur auf Formeln spezialisiert ist. Das funktioniert da. Die Standard-OCR-Geschichten von Tesseract, Omnipage und, die kommen damit eher schlecht zurecht. Was man machen kann, ist das Nachtrainieren. Ich habe zum Beispiel für dieses Buch, in den mitgelieferten Sprachdateien war das lange S nicht enthalten. Und mein Anspruch war aber, ich möchte das lange S drin haben und das nicht ersetzt haben. Und ich habe dann für dieses Buchprojekt eben eigene Sprachdateien erstellt, wo ich das lange S nochmal nachtrainiert habe, damit es erkannt wird. Und wenn man da spezielle Sachen hat, dann muss man das ebenfalls nachtrainieren. Wenn es jetzt kursive Schrift ist, muss man schauen, ob bei Tesseract schon was an Fonts da ist und gegebenenfalls diesen Font mit hinzufügen als Trainingsfile. Ich glaube, im Scannen liegt es dort. Also ich weiß, dass an verschiedenen Bibliotheken gibt es das Buch in verschiedenen Auflagen. Also das in dieser Auflage, die hatte zwei Bände. Ich habe leider nur den ersten. Es gibt eine Auflage später, die hat aber schon vier Bände. Und das sind sozusagen die Geschichten, die stimmen dann nicht mehr. Also weil die von Auflage zu Auflage halt in den einen oder den anderen Band gewandert sind. Ob es jetzt bei Archive.org genau das in der Variante liegt, weiß ich nicht. Wer Interesse hat, geht auf github.com, auf das Projekt, da sind die Texte, sind alle da.
kann das zusammenbündeln und dorthin schieben. Ich bekomme eine Textausgabe, an denen den Seiten, also in deren der Textdatei, könnte das lateinisch sein, wird dann mit der Auszug gezeigt und dann gehe ich das durch und sage, ja, stimmt, stimmt nicht. Wenn es tatsächlich lateinisch ist, ich bisher noch nicht bearbeitet hatte, dann bearbeite ich das. Schönen Tag noch.